Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Wir werden heute mal Bier verkaufen. Dazu werde ich mal die Paletten ein bisschen ranstellen hier am LKW. Ne? Brauchen ja noch ein paar, ne? Damit ich die erste Ladung rankriegen. Fässer und 20 werfen mal, ne? Vorwärts gehen, Junge. Hab ich eingehängt. Nicht laufen. Wahnsinn. Ich dachte, vorwärts geht. Und ich bleib rein. Komm hier zum LKW, komm. Bisschen kompliziert. Und deinen Hubwagen haben hier, so einen kleinen. Also wird nicht so funktionieren, wie das funktionieren soll. Wasser läuft auch noch hier. Also der Wasserwagen fährt, ne? Und Wasser läuft in die Brauerei, ne? Ich hätte auch einen Schlauch verlegen können, ne? Das wäre die optimale Lösung. Wasserfass, Schlauch ran, Schlauch an die Brauerei ran, ne? Und dann drehst du einen Hahn auf. Das wäre dann mal was hier. Neuerung. Aber das ist allgemein hier so, dass ja, Wasser überall mit Wasserfass gefahren wird. Ne? Ist noch nicht angekommen. Tatsache, dass es Wasser aus der Leitung kommt, eigentlich. Das Wasserfass kriegt ja auch das Wasser von. Ja. Große. Ausgang hier. Da. Jetzt hier ein bisschen reingefahren kommen rückwärts, wäre besser, dann leichter, ne? Du warst ja mal gedacht. Das muss noch eine alte Brauerei gewesen sein. Zu Zeiten, wo noch im Prinzip die LKWs kleiner waren. Beziehungsweise die Anhänger auch. Aber mit dem Platz immer knapp. Dass keine Kollision ist. So, drei Stück. Dann brauchen wir noch ein paar mehr. Hab ich gezählt jetzt. Na, lass mich los. So, 1, 2, 3, 4. 2 noch. 3. Bierkasten, Bierfass. Ach so. Vier Stück. Wo waren zwei? Ist egal, wir machen vier. Waren zwei. Waren drei. Komme ich auch nicht mehr rein? Tach. Wasserfahrer. Besten Bier. Noch Platz. Ich muss los. Ich muss los. Auf zur, keine Ahnung. Einmal links, ne? Bitte, ne? Es könnte sein, verkehrt ist, weil wir noch nicht guckt, wo wir verkaufen wollen. Das machen wir gleich. Platz schaffen, dass er einmal fahren kann mit Wasser, ne? So. Bier. Gehen wir weiter vorne. Fleisch haben wir glaube ich auch noch irgendwo. Aldi. Stadion geht aber auch. 2042. Das nimmt sich nicht viel, das arme Stadion. Das wird sich nicht rentieren, ne? Anführungszeichen da extra hinzufahren wegen ein paar Euro mehr.
Oh ja, da zu tun. Da sind Paletten draußen. Oder irgendwas anderes noch, keine Ahnung. Hier, die Bäckerei wollte ich noch bauen. Aber zuerst Zuckerfabrik und Zuckerrüben anbauen, ne? Oder liegen die hier nicht fest drauf? Ja, das war der Grund. Die waren nicht richtig fest und dadurch gab es diese Probleme. Alles klar, Stadion. Stadion. Im Grunde führen alle Wege nach oben. Wir fahren mal vorbei, ne, an der Ortschaft, da können wir gleich kommen, so ein Fußball, Bier da. Irgendwann kriegen sie noch ein bisschen Fleisch, dann können sie grillen. Meine ersten Rinder sind auch bald soweit, denke ich mal. Die Ochsen, die Bullen, ne? Wasser und Milch fährt. Blocking. Stroh. Warum Blocking? Habe ich da wieder ungünstig geparkt? Vielleicht mal gucken. Ich meine, gut, wenn kein Stroh da ist. Oder es kann sein, dass. Echt unwahrscheinlich. Na gut, ist voll. Könnte sein. Ja, heute Nacht werden wir auf 12 durch. Also schlafen, ne? Wenn dunkel wird, Winter wird es dunkel. Und dann kann er mal nachts durcharbeiten. Ganz schnell. Da haben wir Platz. Ja, wir kommen schon mit Bier. Fußballer haben Durst. Für morgen müsste ich wieder meine Kühe versorgen. Ich denke mal, das ist wieder soweit. Heute noch nicht, aber morgen garantiert. Ist hier eine Zufahrt. Da haben sie doch glatt welchen Zaun gemacht, ne? Das hätte man abkürzen können. Aber der Zaun muss immer da gewesen sein. Und mir ist gerade aufgefallen. Da sind wir. So. Ja. Stückchen nach vorne und Z. Wackelt alles. Der erste auch. Sieht, ja, wackelt auch. Okay, da fahren wir zurück. Ja, doch, im Verkauf. Jetzt fahren wir mal zum Hof. Was haben wir noch alles vor? Ich wollte mal schauen, was der andere macht hier. Hier. Da sind wir durchschalten. Dünger. Dünger kann ich verkaufen, ja. Aber erstmal schauen. Der ist voll. Da müssen wir sehen. Oh, 4000. Die hat Schöpfer gebracht. Okay. Ja. Der Milchkutscher ist da. Cool. Jetzt kann der wieder arbeiten. Und dann kann man gleich mal gucken, wo unser Strohfahrer hin ist. Na, das ist ja unser Milchfahrer. Der ist vorsichtig. Das ist der andere, der stört nicht. Wo ist unser Wasserfahrer? Wieso? Da kein Strom mehr da.
Kenne ich ja gar nicht. Ist der nicht aktiviert, der globale Markt? Eigentlich schon. Da muss ich mal schauen. Weil normalerweise, oder? So, 10 Minuten. Muss ich mir mal schauen, ganz kurz speichern und dann mal kurz schauen. Ja gut, dann geht immer nichts, ne? Dann geht Dünger verkaufen ja auch nicht. Aber wir bereiten manchmal vor, dass wir den gleich verkaufen können. Weil das geht ja auch nicht, ne? Wir müssen ja ein bisschen Geld verdienen hier. Wir haben ja nur schon viel verdient, auch durch die Marsch, ne? Durch Thüringen, ne? Also Stroh. Das andere wenn wir mal sehen, dass wir hier erstmal das geht. Ja. Das soll nur einer verstehen, ne? Also muss er aktiv sein. Das Geld kriegt man nicht gleich, muss man verkaufen. So. Denn normalerweise, wenn er nicht aktiv ist, kannst du auch nicht verkaufen. Aber ich komme auch nicht ran. Und das nicht. Irgendwo blockiert hier, ne? Ist mein Dünger jetzt im Arsch? Muss ich mal gucken. Irgendwas stimmt nicht. Keine Ahnung was. Da ist schon mal wieder das reingeholt. Gut, Dünger kriegen wir raus. Muss man sie jetzt halber so machen, weil ich nicht genau weiß, ob das jetzt was ungünstig läuft, ne? Ausladen und dann wieder kurz speichern, Folge beenden. Kein Panik. Prost. Prost der Tasse. Muss wieder rausholen und dann immer sehen, ob wir das nächste Mal kurz mal den Server entweder neu starten oder ja, irgendwas ist, ne? Weil auch kein Stroh auskommt, da sind 2 Millionen Liter drin, ne? Weil Wasser läuft und Milch auch. Ja, aber dann wird dunkel, ne? Ist das Wetter eigentlich an? Mann. Futtermäßig muss ich morgen was machen. So, wettermäßig noch. Ja. Frühling kommt Regen, ne? Ja, das ist typisch. Wenn so ist, ist gut, ne? Brauche ich ja was, ne? Zu trocken. So, wir das auch noch voll machen wieder. Und immer hier schauen. Der braucht noch ein bisschen, hat noch genug da. So. Hey, schöne Wolken. Muss mal gucken. Aber ich kann den Kühen mal Wasser geben. In der Zeit, ne? Also, totschlagen die Zeit, ne? Anders geht's ja nicht. Ich muss mal sehen, dass ich jetzt Dünger rauskriege. Und Ehrenbefüllung abbrechen, ne? Tiermenü. Irgendwas stimmt nicht. Weil normalerweise kannst du das nur machen. Geht auch nicht. Es könnte sein, dass er mit dem Anhänger dran hängt, obwohl das ist ja nicht easy load, ne? Da muss ich mir gleich mal kurz 14. Der P ist auch lang. So, Dünger ist raus, gut. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Irgendwann ist faul, wir gucken gleich mal nach und starten mal das Spiel neu.
sagen wir tschüss und ciao ciao. Ja, vielleicht geht's weiter hier vom Arsch, hoffentlich fehlerfrei. Tschüss.